Heißplatte! Heißplatte! Platte noch heiß! Oh! So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich war schon duschen, hä? Ist gerade mal um 7 oder so. Voll schlimm. Immer noch krank. Ich stelle das mal hier hin. So! Heißplatte! Heißplatte! Platte noch heiß! Oh! Nein. Ich wollte sagen, dass ich mir jetzt Frühstück zubereite. Heute ist ja der erste Tag von meinem. Ich möchte im Sommer gut aussehen, deswegen muss ich abnehmen. Projekt in 2 Monaten. Ich habe mir dazu solche Garnelen gekauft. So tiefgefrorene Dinger. Ich finde die mega lecker. Und die machen wir einfach mit 3 Eiern. Mit 3 Eiern. Ey, kennt ihr diese Sprüche? Dieses, wenn du am Strand liegst oder so? Oder keine Ahnung, sagst, ey, ich muss unbedingt abnehmen. Und die Leute sagen, wo denn? Und du denkst dir so, nein, hier so? Du siehst doch voll gut aus dafür, dass du eine Mutti bist. Was soll das heißen? Das heißt, wenn ich keine Mutti wäre, würde ich nicht gut aussehen? Oder was soll das heißen? Also, furchtbar. Ich weiß nicht, warum, aber ich freue mich übelst doll, dass ich das jetzt angefangen habe. Keine Ahnung. Ich habe das ja schon öfters probiert so. Und ich habe aber nach 2 Wochen spätestens immer aufgehört, weil ich irgendwie dann doch keinen Bock mehr hatte. Ich hatte einfach immer, weiß ich nicht. Ich hatte niemanden, der hinter mir steht und sagt, jetzt mach weiter. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich das mit euch zusammen mache. Also für die, die mitmachen, finde ich das echt ganz gut, weil so bin ich auch nochmal im Druck und muss das wirklich jeden Tag aufnehmen und so. Ist ganz gut so. Ist ganz gut so. So, das ist es jetzt. Sieht sehr, sehr wenig aus. Reicht aber vollkommen und ich bin danach auch meistens wirklich satt. Und dazu trinke ich noch einen warmen Kakao, selbst angerührt mit 1,5 Fettmilch. Genau, wir sehen uns nachher. Ich muss erst noch was essen und mich fertig machen. Und dann muss ich auf Arbeit gehen. Wo guckt denn hier hin? Ach, da. Ja, da unten musst du reingucken. Hallo. Du bist ja doof. Bis dann. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, wie man sieht. Und ich habe gerade mal auf Facebook geguckt. Ich habe echt eine Menge Kritik bekommen, ne? Warum ich das mache und das ist ja gar kein gutes Vorbild und bla bla bla. Ich muss wirklich euch sagen, es ist keine Diät, die ich mache. Ich mache eine Ernährungsumstellung und zwar für immer. Und viele meinen halt eben, mein Körper ist doch okay so. Ja, okay. Mag sein, dass er okay ist, aber halt eben nicht für mich. Und das Ding ist einfach, ich habe einfach nur solche lockeren Pullover immer in meinem Schrank und auch Tops und alles, alles ist so locker. Und ich möchte einfach mal im Sommer 2015 enge Kleider anziehen, enge Tops anziehen, ohne dass man meine ganzen Speckrollen an den Seiten sieht. Ganz einfach. Also ich möchte nicht dürr werden, ich möchte gut gebaut sein, also gut aussehen im Sommer. So. Also auf jeden Fall viel trinken, dass der Magen immer gefüllt ist. Dann habt ihr auch nicht so einen großen Hunger auf irgendetwas anderes. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich arbeiten. Ich habe heute nicht so einen ganz langen Tag, deswegen ist es ganz in Ordnung. Dann bin ich nicht so kaputt am Abend und kann auch Sport machen. Deswegen auf jeden Fall Ausdauer heute. Heute Ausdauer? Das dauert nämlich am längsten. Also, bis dann. So, da bin ich wieder. Ja, ich hatte einen relativ kurzen Arbeitstag. Achso, ich wollte noch sagen, was ich zu Mittag gegessen habe. Ich habe nämlich nicht mehr geschafft, mir Stullen zu machen. Auf einmal war die ganze Zeit weg. Deshalb habe ich, was habe ich denn gegessen? Ich glaube, Schweinesteaks mit Soße, keine Kartoffeln und Weintrauben. Ach ja, und dann war noch so ein Kichererbsen, keine Ahnung, Gedöns, irgendwas davon, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe auf jeden Fall keine Kohlenhydrate gegessen, außer in der Soße sind, glaube ich, welche drin. Ich weiß nicht. Und dann, was um den Kichererbsen da so drum war, vielleicht auch, aber keine Ahnung. So, ich habe mir jetzt bei YouTube ein Video rausgesucht. Das finde ich eigentlich, ich finde es lustig. Schön, dass du bei meinem Ausdauerprogramm dabei bist. Der Speck muss weg. Der Speck muss weg. Geht gleich los. 3, 2, 1. Oh, warte. Wir und los. 20 Minuten Intervalltraining. Wir gehen durch 4 Spitzen und im letzten Satz holen wir nochmal alles aus uns raus.
Alter. Das sollte jetzt noch nicht zu anstrengend sein. Doch, ist mega anstrengend. Hä? Hampelmann vorwärts und rückwärts. Yay. Die Intensität sollte noch ungefähr gleich bleiben. Und das über 4 Intervalle. Yay. Yay. Alter. Alter, noch nicht mal richtig angefangen, schon Blutzendurst. Wir laufen auf der Stelle. Versuche, die Knie so hoch wie möglich zu bringen. Aber die Intensität sollte jetzt ungefähr bei 60% liegen. Hier machst du immer einen Schrittsprung. Links, einen rechts und dann eine Kniebeuge. Leute, richtig anstrengend. Versuch, 1, 2. Nach jeder Kniebeuge im Wechsel mit dem rechten und dann wieder mit dem linken Fuß anzufangen. Auf festem Boden würde ich dir gedämpfte Schuhe empfehlen oder eine Matte unterlegen. Okay. Springen wir links, rechts. Die Intensität sollte jetzt ungefähr bei 80% liegen. Nee. Jetzt kommen Burpees. Fick dich. Geh mal in die Streckung. Alter. Versuch die Füße so weit vorzubringen, dass du auf den Fersen landest. In der Streckung nicht durchhängen. Das erste Intervall ist geschafft. Wir laufen wieder auf der Stelle. Sollten etwas verschnaufen können. Alter, der ist gut, den mache ich nochmal. Das ist echt anstrengend, Leute. Fuck. Bei der Kniebeuge immer den Rücken gerade lassen. Oh, den Po nach hinten schieben. Ja. Das Gewicht auf den Fersen halten. Alter, ist wieder. Er kann nicht mehr. Durch. Weiter. Es wird schon langsam anstrengend. Alter, nervt mich voll. Mein Puls ist schon im Bereich 170. Die Fresse meiner schon bei 3000. Intensität sollte 80% sein. Abnehmen. Und ich sehe schon, wie ich langsamer werde als beim ersten Satz. Ja. Alter, Henny, schwitze. Wenn ich da nicht abnehme, nach einmal Training gleich 10 Kilo runter, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht. Nicht zu schnell laufen. Ihr seht, dass ich auch die Knie nicht mehr so hoch nehme. Er nervt voll. Garten. Gleich haben wir den dritten Satz geschafft. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch. Oh, ich hab gesitzt. Du kommst doch. Komm. Ich soll Beistand leisten. Langsam dürftet ihr es auch in den Waden merken, dass ihr schon einiges gesprungen seid. Was ist denn?
Komm nicht mehr zurück! Anstatt. Ich hab mehr getan als die Neandertaler damals bei den Jahren. Ich schwör von etwas. Du! So, und im letzten Satz packen wir jetzt noch eins drauf. Fick dich! Wir machen noch Burpees mit Rocksprung. Was? Anfänger können auch einfach versuchen, noch mal ein bisschen schneller die Burpees zu machen, ohne den Sprung. Oder Burpees mit Strecksprung. Wir machen noch eine Minute Hampelmann. Wie ihr seht, ich bin auch schon deutlich langsamer als am Anfang. Aber so könnt ihr auch die Anstrengungen über das Pacing regeln. So Leute, ich bin jetzt richtig fertig. Richtig fertig. So richtig fertig. Ich weiß noch nicht, was ich morgen machen werde, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Abnehmen ist so anstrengend, aber ohne Sport geht's leider nicht. Ich wollte euch nur sagen, was ich esse. Ich mache auf jeden Fall ein Foto rein von dem, was ich euch esse. Ich esse 2 5-Minuten-Steaks. Rind. Ihr könnt, glaube ich, aber auch Schwein essen. Wichtig ist, glaube ich, dass ihr jetzt aber viel Eiweiß zu euch nehmt. Das heißt, Ei, Fisch, Hühnchen wäre jetzt optimal. Ich nehme jetzt einfach Rind und 2 Spiegeleier. Mehr esse ich jetzt nicht und trinke noch die Wasserflasche aus. Und dann bearbeite ich das Video und dann gehe ich ins Bett. Und dann sehen wir uns. Nee, duschen gehe ich heute nicht. Ich finde, das riecht gut. Und meine Bettwäsche könnt ihr den Duft auch gebrauchen. Mein Spaß, ich gehe duschen. Also Leute, macht's auf jeden Fall nach. Bis morgen. Ich hoffe, ich habe morgen keinen Muskelkater an den Oberschenkeln. Bis dann. Mich rot im Gesicht, denke ich. Geht doch, wa? Geht noch. Tschüss.